Am Standort und in der Rheinmetall Air Defence machen wir Multisensor-Plattformen zur Ermittlung der Luftlage. Wir machen Führungssysteme, die automatisiert sind zur Unterstützung der Operators und wir machen hochpräzise und innovative Kanonensysteme. Im Rahmen des bestehenden globalen Teaming Agreements zwischen Raytheon und Rheinmetall ist ganz klar, dass sich die Technologien und die Kompetenzen der beiden Firmen perfekt synchronisieren und komplementär sind. Rheinmetall wird Teil der Wertschöpfungskette des Patriot-Systems sein. Diese Partnerschaft ist wichtig und unterstützt die Schweizer Rüstungsindustrie. Die Stärke dieser Partnerschaft besteht ganz klar darin, dass Rheinmetall einerseits eine langjährige Erfahrung hat auf dem Gebiet der bodengestützten Luftverteidigung in der Schweiz. Und andererseits kommt jetzt ein Partner rein, die Raytheon, die ein weiteres Element reinbringt auf größere Distanz, die sicherstellt, dass wir den Luftraum Schweiz auch komplett sichern können. Die Schweiz hat Expertenwissen und Innovation im Bereich der Luftverteidigung und lokales Wissen, das sie gewinnbringend für die Partnerschaft einbringen kann. Die beiden Firmen werden sehr stark auf der Basis von Technologieaustausch und Know-how-Austausch profitieren. Und andererseits ist ein sehr wichtiger Punkt, dass die Schweizer Industrie sehr viel profitieren wird, ein Know-how in die Schweizer Industrie in verschiedenste Bereiche fließen wird. Und das wird sich auf mittelfristig und langfristig positiv auswirken für den Standort Schweiz.